Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Reingeschaut in The First Berserker Kazan. Kleiner Tipp an Randa, dieses Spiel könnt ihr live Drops bei Twitch erbeuten. Bis zum 20. Oktober geht die Beta. Also, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, schaut die Drops, holt sie euch und genießt das Spiel. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Das Spiel The First Berserker Kazan ist ein Souls-like. Basiert auf dem Anime Berserk. Ich habe den, glaube ich, auch mal gesehen, aber das ist ewig her und ich kann mich noch kaum dran erinnern. Und es ist, wie gesagt, ein Souls-like. Ist ein. Ja, natürlich ein schwereres Spiel. Soll Anfang 2025 erscheinen und kommt für PlayStation 5 und PC, glaube ich, noch raus. Und die machen jetzt diese Woche einen Technical Closed Beta Test, wobei es Closed ja gar nicht ist, wenn ihr euch die Drops holt. Also holt sie euch. Und ich möchte mir das jetzt mal mit euch anschauen. Also schauen wir mal rein in The Kazan, The First Berserker. Let's go. Bin ja mal gespannt. Ich bin ja ein riesen Souls-like-Fan. Und hab eigentlich nur Positives über dieses Spiel schon gehört. Seitdem das ja seit gestern läuft, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, überzeugen wir uns mal selbst. So, Moment. Leider ist die Beta komplett englisch. Wir können das leider nicht auf Deutsch stellen, aber soll nicht das Problem sein. Hab eigentlich nur Positives über dieses Spiel schon gehört. Seitdem das ja seit gestern. So, Universe. Stimmt, ich weiß gar nicht genau, von welcher Firma das ist. Von Nexon, We Make Wonders. Leider ist die Beta komplett englisch. Wir können ja eh nichts einstellen. Auf Deutsch stellen, wir bleiben aber englisch. Nicht das Problem sein. Okay. So, Universe. Stimmt, ich weiß gar nicht genau, von welcher Firma das ist. Kommen wir zum Intro. We Make Wonders. Wir können ja eh nichts einstellen. Wir bleiben mal bei Englisch. Okay. Kommen wir zum Intro. So this is how the hero ends up. You think he's a traitor? Also der Grafikcharme. Holy, I'm last.
Grafikscham hat was. So ein bisschen Cell-Shading-Optik mit dabei. Sieht gut aus, finde ich. So, können wir eigentlich nochmal kurz Settings. Frame Limit. Okay. Kurz gucken, was wir jetzt so einstellen können. Alles klar. Okay. Also ihr habt ja sehr erzählt mit zu den besten Animes, die es gibt. What? Natürlich nichts für Kinder. Und ja, mit der Lore von Berserk. Kenne ich mich jetzt natürlich nicht so aus. Spiel wird natürlich zum Release auch deutsche Texte haben. Deutsches Audio gehe ich mal nicht von aus. Haben wir zwei Waffen bekommen. Und das sind sozusagen unsere Lagerfeuer, also unsere, wie bei Dark Souls, die Lagerfeuer, wo wir uns ausruhen können. Fein. Upgrade Stats. Ja, ja. Oh, ich freue mich schon drauf. Dauert aber leider noch ein bisschen, bis das Spiel rauskommt. Angeblich ja wohl im Januar, aber... Oh, aber hier ist ein Viereck schlagen. Ah, ein Dreieck. Ein starker Angriff, okay. Lock on, ja. Ah, Souls-like Mechanik halt. Guard. Press the guard button to use stamina to block attacks. While guarding, your movement speed and stamina recovery rate are reduced. Aha. Press the guard button at the right time during an enemy's attack to execute the Brink Guard. This action will consume a small amount of stamina to block the attack and reduce the enemy's stamina or fortitude gauge. Also parry. Okay. Komm her. Okay. Und block. Blockt sogar die komplette Heilung. Alter, voll erwischt. Ah, Junge. Muss halt so. Was haben wir eigentlich so an Gear? Level 1 Superior Soldier's Dual Wield. Okay, das ist eine Waffe als geduldete Waffe. Armor, Ausrüstung, Ringe und Ketten. Und natürlich die Hotkeys, okay. Inventory.
Alles klar. Schauen wir uns doch mal hier weiter um. Oh, schnell der Junge. Oh, er dodgt ja wie bei Bloodborne. Okay, wir können sie nicht unterbrechen im Angriff. Wir kriegen Geld und das Rote, denke ich mal, sollen unsere Seelen sein. Okay, hier geht's auch noch lang. Nope. Wir gehen in das andere Richtung. Komm gleich wieder. Oh, okay. Ihr Kollegen, ich hab euch da mal was mitgebracht. Brutal Attack. Oh, das geht anscheinend nicht. Ey. Oh doch, der kämpft für mich mit. Ja, okay. War jetzt natürlich uncool, dass ich den Großen mitgezogen habe. Aber naja. Oh, Resort. Und wir haben natürlich unsere Seelen wahrscheinlich jetzt alle verloren. Und sie leben natürlich wieder alle. ...160 Seelen haben wir verloren. Die wollte ich natürlich jetzt erstmal wiederholen. Jetzt bin ich aus der... Der kommt sogar hier rumgelaufen, die Sau. Okay. Ups. Kreis drücken. So. Oh, das macht ordentlich Schaden. Sehen. Lacrima Retrived, also Lacrima heißen die hier. Soll ich mich mal mit dem Großen anlegen? Ich glaube, das werde ich mal machen. Der soll wohl gleich zeigen, wo hier der Hammer hängt, wa? Komm mal her. Okay. Au. Oh, meine Stamina ist komplett leer. Wie frech. Ich sag mal so, unsere Ausdauer ist nicht gerade sehr hoch. Eine Kiste bewacht. Oh. Was haben wir da Schönes bekommen? Eine Hose.
neun Schuhe. Und eine Kette. 14 maximal Stamina, das ist schon mal gut. Okay. Aber wir haben jetzt natürlich keine Heilung mehr. So, könnten wir da runter? Ach, da sind wir wieder am Anfang, das ist auch schön. Ja, jetzt können wir unsere Werte natürlich verbessern. Wie viele werden wir denn ein? Ja, dann würde ich schon Endurance nehmen, erst einmal. Wie gesagt, im Januar kommt es wahrscheinlich raus, Januar, Februar so. Dann natürlich auch mit deutschen Texten, deutsches Audio wahrscheinlich nicht. Boah, ist fast vorne. Hätte ich in Stärke investiert, wäre es wahrscheinlich wanted. Oh, ein bisschen mächtiger. Können wir wissen, ob der nochmal da ist? Glaub's aber eher nicht. Doch, ist er. Okay. Krass. Aber wir wollen jetzt mal weiterkommen. Hallo, Jungs. Lass euch mal kurz stehen. Okay. Breakfall. Also Drop Attack. Okay. Ja, typische Souls-like Elemente halt, ne? Einmal. Kann mal was gucken. Er scheint zu laufen. Okay. Soll ich jetzt da runter? Ne, hier lang. Oh, hier ist ja einer. Schock. Some enemies can maintain their stance even when attack you. Okay. Oh, Handschuhe. Ah, es macht bis jetzt einen guten Eindruck, das Spiel. Laterne. Ja, ich glaube, das braucht man ja auch. A lacrima, a tear, a soul. Accept it. It will give us strength. Kleinen Moment, gleich geht's weiter. Jetzt geht's weiter, natürlich. Now you too will hear the memories of the dead. Seh gerade im Stream ist mein Logo natürlich genau über meine Kamera. Mehr oder weniger. Es wird nur mir angezeigt. Okay. Dann nehme ich es zurück. Ja, ich bin natürlich gerade live. Ihr werdet wahrscheinlich das dann auf YouTube als VOD sehen. Weil ich lade die dann immer extra nochmal als Video hoch, weil da finde ich die Grafik ein bisschen besser, also die Qualität. Aber, ja. Sollte jetzt nicht so schlimm sein. Muss ich mal gucken, dass ich das mal umändere. Aber okay. Im Stream sieht es ja nicht so aus. Gut, wo müssen wir jetzt hier hin? Ich bin mal auf den ersten Boss gespannt, also auf den richtigen Boss. Dafür war ja nur so ein Elite-Gegner, sag ich mal. Da würde ich jetzt erstmal in Stärke investieren. Ich spiele ja meistens immer Stärke-Build. Auch bei Elden Ring, ich kann nicht springen. Ist ja blöd.
Läuft auf jeden Fall gut flüssig, das Spiel. Ach, hier ist noch was einer. Okay. Ja, auf damit. Mach gut. Oh. Noch so ein Elite-Gegner, ja? Ich gehe mal davon aus, dass mein Spiel echt das Parieren üben muss. Boah. Alter Witzka, macht der Schaden. Halt aber auch schnell an, der Junge. Der ist hart. Dieser Griffschlag ist echt mies. Ich hab pariert. Wird mit dem nix. Der ist stark. Er ist richtig stark. Kazan has fallen. Ja, ist ein bisschen gemein, der Junge. Hab dich. Ah, wie mache ich den? Ich glaube, ich muss bei denen echt das Parieren üben. Aber ich brauche es meine Seelen. Dieser Griffschlag. Komm, schlag zu. Wenn sich dem seine Leiste oben wieder auffüllt. Jetzt. Hey. Dieser Griffschlag trifft mich jedes Mal. Das war gut. Immer zu früh. Jetzt kriege ich ihn wenigstens. Aber gemein. Was hat der mir jetzt gegeben? Eine Rüstung. 15 Defense. Chain 10.000 Gold. Ah, ein Verkaufsgegenstand, okay. Da also kann man Gegner einloggen, das ist auch gut. Okay. Da geht's lang, da oben geht's lang und rechts geht's lang. Soldier's Lock. Hier dürfen wir jetzt wieder, genau. Das werde ich jetzt aber mal nicht aktivieren, weil ich glaube, der kommt, oder kommt der wieder?
Falls er wiederkommt, renne ich aber vorbei. Endurance, ich brauche viel mehr Ausdauer. Achso, die sind auch wieder da. Komm her. Diesmal willst du nicht runterfallen. Oder doch? Oh, hier liegt noch was. Das hab ich gar nicht gesehen. Okay. Er ist wirklich wieder da, Alter. Nee. Jetzt nicht. Aber wir können ja nicht springen. Haha. Oh, ging jetzt nicht. Gibt's aber viele Wege. Ach hier, zu dem Stein. Destroyed an all emitting a suspended energy. Okay. Oh, hier ist noch eine Kiste. Und was gibt's? Imperial. Oh, neue Waffen. Dieselben aber noch einmal. Einen kleinen Moment. Ja. Ist okay. Die machen jetzt 9 Attack. Ist okay. Ich frage mich, ob es auch andere Waffen gibt oder ob man nur diese Waffen hat. Ich sehe jetzt ja fast aus wie so ein Gladiator. Oh. Nochmal gegen dich will ich jetzt nicht. Bist mir ein bisschen zu nervig. Steine. Oh. Mach gut. Oh. Hast aus, ey. Viel zu schnell, viel zu spät. Ja, ist halt alles eine Übungssache. Das ist ja wie bei Sekiro. Da muss man ja auch erstmal das Timing alles lernen und ja. Ist doch kein Master vom Himmel gefallen. Oh, sogar 2 Level. Oh, einen. So. Wir kriegen auch nebenbei noch Geld. Bin mal gespannt, was man kaufen kann. Falls wir hier irgendwann mal einen Händler sehen. Okay. Da war irgendwas Großes. Das war frech. Das war jetzt echt frech. Aber es gab ja wenigstens gleich ein Bonfire. Geht's halt hier lang. Ist das eine Affe?
frech. Boah, sind die schnell. Boah, du kleiner. Aber die halten nichts aus, okay. Das war gemein, ich wollte mich ranschleichen und der Fire Enhancer. Was ist denn das? Er gibt mir Feuereffekt auf meine Waffe. Interesting. Das bricht ein. Das sieht man. Hier noch irgendwas? Nein. Ha, ich weiß ja nicht, wenn das nicht einbricht. Okay. Müssen sogar da runter. Ja, wir müssen. Klein Wichser. Water Cleans Potion. Hallo. Okay. Müssen wir mal drauf tun. Register Hotkey. Und jetzt hier lang. Okay. Wir können ja nicht nach oben, weil wir nicht springen können. Ach nee. Wir sind Gorilla. Wie aktiviere ich die eigentlich? Ah, nach unten. Ja, wir versuchen es mal. Komm mal her. Als ob. Hat gesessen. Keine Ausdauer. Die haben es schon echt in sich, die Jungs. Halt. Wir haben neue Schüchchen. Auch noch so ein Kristall. Suspicious Energy. You destroyed all the soul stones in this location. Okay. Und was bringt mir das? Was hat das für einen Sinn? Da lang und wir können da lang. Und da unten können wir auch noch lang. Sehe ich gerade. Ah ne, da kommen wir her. Gehen wir mal hier lang. Tier Summon Stone. Ey, dein Ernst? Parieren hat nicht funktioniert. Ach Gott. Jetzt sind wir ja hier oben wieder. Oh, ist ja nervig. Naja, Souls-like halt. Mit X können wir sogar rennen. Ich
Komm mal mit dem linken Stick. Achso, ja, hab ich vergessen. Hallo? Ey, wie wenig Ausdauer man hat. Wo ist denn der andere hin? Ist der runtergesprungen? Scheint so. Oh, wenn man die parieren, dann verlieren sie ihr Gleichgewicht. Als ob. Hallo. Wo ist er hin? Okay. Das ist der Große doch jetzt auch wieder am Leben, oder? Boah. Das ist ein bisschen heavy, finde ich. Nicht? Boah. Da hat jetzt nicht viel gefehlt, wäre ich runtergefallen. Ich würde gerne noch wenigstens zum ersten Endgegner mal kommen. Oh ja, das ist natürlich auch gut. Jetzt können wir es natürlich nochmal gegen den Affen versuchen. Und ein bisschen das Parry lernen. Ich hab kein Level. Das versuche ich jetzt auch nochmal so ein bisschen zu üben. Wo sind die Äffchen? Du kleines, mieses. So, komm mal her, ich will mal das Parieren ein bisschen üben. Könnte besser sein. Wie flink dieses Spiel ist, ey. Ja gut, setzen wir uns jetzt nochmal dran und gucken, ob wir Level machen können. Ich glaube es natürlich jetzt nicht. Es fehlen 1000 und ein paar Zerquetschte. Gehen wir hier mal weiter. Ist ja hier oben irgendwas. Oh, hallo. Hörst du auf? Ob man die auch blocken kann? Ja, kann man. Und tschüss. Erst Hilfe rufen und dann mich angreifen, oder was? Sterben tust du trotzdem. Ich habe die Vermutung, ich soll da rein, aber ich gehe erstmal links. Ah, mach du mal. Das ist praktisch. Macht den gar keinen Schaden. Ach, sehr wenig. Oh. Übernehmt das mal für euch.
blödes Mistvieh. Noch eine Notes on Yetis. Oh, das sind Yetis, okay. Das hier? Nix. Müssen wir jetzt eine Runde gelaufen sein, oder? Ah, hier ist noch ein Item. Shortcut. Kazan can interact with very... okay. Ne, hier scheint der richtige Weg zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Höhle, wo der Typ gerade rausgerannt ist. Mal sehen, was da drin ist. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Oh. Was ist das denn? Bär, oder? Oh! Ich hätte Kreis drücken können, nicht Dulli. Boah. Alter, du kannst auch mal blocken! Frech. Hat dich geblockt. Ich mache jetzt noch mal. Du kleines mieses Etwas. Ja, genau. Brauche echt mal mehr, ich nenn's mal Estus Flask. Nee, die hilft keiner. So, meine Seelen einsammeln. Der bewacht auf jeden Fall eine Kiste. Warte mal. Ich hab da noch neue Handschuhe. Sehr viel Energie, Junge. Alter, komplette Ausdauer haut er mir damit weg. Das gibt's nicht. Das mit dem Ausdauer ist echt ein Problem in dem Spiel. Ein Riesenproblem. Das ist der Wahnsinn. Der nervt mich. Sollte mal hier nicht so viel HP bei diesen scheiß Bogenschützen verlieren. Aber er muss mich natürlich auch wieder treffen. Witz.
schwimme jetzt meine Seelen und gehe nochmal Ausdauer leveln. Ausdauer ist echt Arsch. Dürfte reichen für ein Level. Ah lol, ich komm da. Achso. Muss ich den langen Weg wieder nehmen oder was? Boah. Mies. That's mies. Echt zu wenig Ausdauer. Ja, komm mal her hier. Oh, diesen Scheiß. Oder ich mach den zuerst. Ja, genau. Genau. Der mal seine Schwerter hochkriegt, das dauert, ey. So, werden wir jetzt nochmal Feuer auf die Waffen machen gegen den Bären und versuchen es nochmal. Hälfte immerhin weg. Ausdauerregeneration. Boah. Mies. Mies. Sehr mies. Alter. Er ist echt der härteste Gegner bis jetzt. Hey, das, der mir eine Ausdauer jedes Mal killt mit dem zweiten Schlag. Übel, echt übel. Oh. Das war Glück. Pures Glück, oh, neue Waffen. Also hat es sich doch gelohnt, gegen den zu kämpfen. Okay. Aber keine Heilung mehr. Oh, ein Ring. Maximal Health. Okay. Hat sich's doch gelohnt. Aber ich habe wieder mal keine Heilung. Sagt uns das, wir gehen zurück. Wir müssen ja eh hier rechts hoch. Wir können nicht leveln. Hier denke ich mal ist der richtige Weg.
Oh, der erste Boss, ja. Könnte übel werden. Boah. Ja, genau. Die Ausdauer leer ist, man nichts mehr machen kann. Das finde ich so. Ah. Peace at last. The, was you have acquired, Krima? Halt. Was stand da oben rechts jetzt? Parierst du auch, Kollege? Alles mit dem Ausdauer finde ich nicht so cool gemacht in dem Spiel. Es ist einfach zu wenig. Viel zu wenig. You acquired Lacrima for completing the boss challenge. Was ist denn hier noch? Achso. Geht doch, warum nicht gleich so? Mein Gott. Wow. Ich konnte ihn nicht parieren. Ja, genau. Okay, ich habe ein bisschen mehr Schaden gerechnet. Das ist ja nix. Also wenn ich jetzt das Solo für mich spielen würde, würde ich jetzt erst mal rumlaufen und Level farmen.
Was ich jetzt natürlich nicht mache, weil es jetzt nur eine Beta ist und keine Vollversion. Und deswegen würde ich sagen, was ist das, was man mal reingeschaut in The First Berserker Kazan. Wie gesagt, schaut bei Twitch nach. Es gibt jetzt Drops zu der Beta, zu der Closed Beta, was ja dann theoretisch gar nicht wirklich closed ist. Und spielt es einfach mal selber. Ihr könnt es spielen und euch selbst ein Bild darüber machen, wie ihr das Spiel findet. Wer Souls-like-Fan ist, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall angucken. Und für alle anderen ist es dann wahrscheinlich nichts. Gut, das soll es gewesen sein. Denkt dran, mein Silent Hill Let's Play läuft noch. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video oder Stream einschaltet. Hier auf meinem Kanal mit eurem Doomsday. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.